Adam, hier ist David. Sind Sie im Gebäude? Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Sieht alles verändert aus hier. Ah, dieses Flackern vor meinen Augen macht mich ganz nervös. Wo ist Frank? Dr. Sandusky, bitte melden Sie sich in Testlabor 1C. Self Industries, ja bitte? Dr. Sandusky... Mein Gott, Mr. Jensen, ich hätte nicht gedacht, dass... Wow, ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Haben Sie gut hergefunden? So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen... Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Ja, hat sich vieles verändert seitdem. Seit dem ersten Anschlag? Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Wo ist das Tech-Labor? Das ist nicht wirklich ein Labor, Sir. Mehr so eine Art Büro, vollgestopft mit jeder Menge Computer-Equipment. Mr. Pritchard beklagt sich ständig darüber. Nehmen Sie die Treppe hinter mir nach oben und danach rechts. Es ist am Ende des Flurs. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen. Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Konferenzraum 7. Danke fürs Warten. Ich verbinde Sie mit Ihrer Mailbox. Nicht auflegen. Testzentrum. Geben, sobald diese James Osterberg, bitte melden Sie sich im Testzentrum. Treppe hoch und dann rechts. Nun gut. Dieses Geflimmer. Macht mich krank. Jensen, ist es nicht ein bisschen früh, ihn wieder an die Front zu schicken? Er soll wieder völlig hergestellt sein. Sein Körper hat die Augmentierung erstaunlich gut angenommen. Aber sein Kopf... Aber warum lässt David das SWAT-Team nicht einfach reingehen? Hat er das letzte Attentat schon vergessen? Ist er? Ich halte dich auf dem Laufenden. Wo ist der? Na, groß genug steht's dran. Tech Lab. Nun, dann schauen wir mal bei Pritchard vorbei. Er mag ein arroganter Schnösel sein, aber sein Handwerk versteht er. Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhautdisplay stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können Sie dieses Mal sogar jemanden retten. Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Halten Sie Megan aus der Sache raus.
Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt sie nur. Der Punkt ist, wenn Seraph auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. Arschloch. Megan damit reinzuziehen. Ich kann es noch nicht glauben, dass sie tot ist. Verdammt. Verdammt. Muss die Gedanken abschütteln. Was soll ich tun zum Helibert? Was macht der nur hier? Was ist das hier? Wie eine Ansammlung, eine unordentliche Ansammlung von, ja, Gerätschaften. Final. Was soll das sein? Merkwürdige Vorlieben hat unser guter Bradshaw. So, zum Helibert. Tja, wo war das? Ist es ausgeschildert? Das soll ich lieber noch einmal nachfragen. Im Empfang. Das ist es. Besser ist das. Natürlich habe ich es gehört. Wir sind alle ganz aus dem Häuschen. Achtung, Ted Brugger. Ted Brugger, Sie werden in Konferenzraum 7 erwartet. Konferenz. Wo sind Sie, Adam? Sie haben keine Zeit für Spielchen. Gehen Sie zum Helipad, sonst gibt es eine Katastrophe. Ja, wenn ihr nicht alles umgebaut hättet, würde ich auch schon längst am Helipad stehen. Seraph Industries, ja bitte? Es wird eine offizielle Erklärung geben, sobald die Situation geklärt wurde. Nein, Sir. Ja, Sir. Sir, beruhigen Sie sich bitte, Sir. Kann ich Ihnen helfen, Mr. Jensen? Das Helipad wurde aber nicht verlegt, oder? Wie soll man denn das... Oh, Sie nehmen mich auf den Arm. Sehr witzig, Mr. Jensen. Nehmen Sie die Treppe in den ersten Stock und dann den Ausgang hinter der Kantine. Ich glaube, ich habe Farida vorhin dorthin gehen sehen. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen... Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Danke fürs Warten. Tja, und so habe ich mal meinen Gedächtnisverlust ein bisschen überspielt. Ich wünschte mir, ich würde mich nicht so klar an Megan erinnern. So, hier durch wahrscheinlich, ne? Ah, steht ja auch in großen Lettern drauf. Hätte ich auch erkennen können. Aber meinen Quellen zufolge hat eine militante Gruppe pro-humaner Aktivisten eine Fabrik... Nun ja, wollen wir ihn nicht warten lassen. Die Arbeiter wurden als Geiseln genommen und die ganze Stadt hält kollektiv... Alle Aufträge, die wir wegen des letzten Angriffs und der Anhörungen in Washington verloren haben, wurden auf... Wollen wir mal den Boss nicht warten lassen. Scheiß Fanatiker. Denken Sie, es stimmt? Was für ein Auftrag geht es eigentlich nochmal? Mal schauen, was der Boss zu sagen hat. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Verstanden. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Seraph möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Ich bin bereit. Wunderbar, dann wollen wir mal.
Ich habe Farida gesagt, sie soll uns auf einem Dach absetzen. Ich will nicht, dass die Leute sehen, wie sie reingehen. Okay, aber sobald ich weg bin, muss sie auch wieder abheben. Also, worum geht es hier? Wer sind diese Typen? Pro-humane Puristen, behaupten sie zumindest. Dieselben Puristen, die landesweit Limp-Kliniken mit Brandbomben beworfen haben. Glauben Sie das? Es ist sicher kein Zufall, dass sie ausgerechnet heute angreifen. Nur Stunden, nachdem wir den Taifun zur Vorbereitung der Massenfertigung hergebracht haben. Den Taifun? Den hat Megans Team an dem Tag getestet, als dieser Dreckskerl. Wer führt diese Typen an? Adam, ich weiß, dass Sie und Megan... Wer führt die Typen an? Er heißt Sanders. Das da ist er. Er ist nicht augmentiert, Adam. Kann also nicht zu den Söldnern gehören, die uns überfallen haben. Aber er wusste genau, wie er in unsere Fabrik reinkommt. Okay, wie soll ich vorgehen? Oberste Priorität hat der Taifun. Ich halte das SWAT raus, bis Sie ihn gesichert haben. Die Einsatzregeln sollten Sie selbst bestimmen. Tödlich oder nicht. Ich will da drin kein Feuergefecht. Ich will Sie nur neutralisieren. Okay, aber sorgen Sie dafür, dass die Mistkerle nicht aufwachen und Ihre Freunde warnen. Wissen Sie noch, wie es da drin aussieht? Zahlreiche enge Gänge, aber die Labors selbst sind eher weiträumig, mit hohen Decken. Wollen Sie was für größere Entfernungen oder lieber was für kurze Distanzen? Je näher, desto besser, würde ich sagen. Dann ist auch gewährleistet, dass Sie unten bleiben. Kommt sofort. Der Taifun müsste in den Produktionslabors sein, aber Pritchard wird Ihnen unterwegs mehr sagen. Er übernimmt die Kommunikation. Großartig. Sonst noch was? Halten Sie die Augen nach Geiseln offen. Falls möglich, befreien Sie sie. Aber der Taifun hat absoluten Vorrang. Wir haben ihn für die Geheimdienste entwickelt. Und wenn wir ihn nicht unbeschadet liefern, solange er noch geheim ist, Sie werden das schon machen. Gentlemen, fertig machen zur Landung.